In dem Moment kam ich auf den Hof, habe den Krankenwagen gesehen, habe seine verbrannten Handabdrücke auf der Wand gesehen, habe die Küche gesehen. Ja, und dann da musste ich auch erst mal weinen und dann kam auch schon meine Mama und hat mich in den Arm genommen. Der junge Mann Alexander, der hat sich was kochen wollen, hat Öl angemacht in einen kleinen Topf. Ich wollte Pommes machen, meine Freundin war auf dem Heimweg und hab das Öl dann schon mal warm laufen lassen. War eigentlich alles wie immer, nur halt mit dem Unterschied, dass diesmal auf einmal die Küche gebrannt hat. Er hat versucht, das heiße Öl noch aus dem Fenster zu kippen. Dabei hat er es leider über die Hand gegossen. Dann schauen wir uns das gleich mal an. Zwei bis wird gerade die Werkstatt an. Ja. Und so das Gefühl, dass du schlecht kochst oder schlecht ziehst, explodiert ist das nicht, oder? Dass irgendwas explodiert ist. Einfach nur fett. Okay. Als ich das so realisiert habe, habe ich echt gedacht, das kann es nicht sein, weil es ging jahrelang gut ohne Probleme und dann auf einmal. Wie stark sind die Schmerzen jetzt von 0 bis 10? Von 0 bis 10 sind? Gar nicht. Die Jungs, die haben mir gut. Haben dich ein bisschen versorgt. Ich will gerade immer noch selber erstmal verarbeiten. Ja, ich muss nur gerade. Nee, sorry, ich bin. Hier ist mir eigentlich scheißegal. Ganz normal. Alexander hat im ersten Moment etwas verwirrt gewirkt. Er stand noch unter Narkosemitteln bzw. Beruhigungsmitteln für den Flug. Er war sehr aufgebracht, er war sehr nervös. Wir kümmern uns jetzt erstmal um dich. Weiß denn jemand, dass du da bist? Und deine Verwandtschaft? Ja, meine Freundin habe ich angerufen. Wir müssen jetzt einmal diese ganze kaputte Haut abtragen. Das müssen wir machen, weil das ist alles tot der Haut. Es ist wichtig, die verbrannte Haut abzutragen, weil sich unter der Haut eine Flüssigkeit bildet, unter der sich ein potenzieller Gefahrenherd für Entzündungen bilden könnte. So, jetzt kannst du deine Hand gerade einmal darauf ablegen. Ja, das geht schon, das passt. Danke. So, dann fangen wir mal an. Machen wir da erstmal auf, lassen das Ganze ab. Wenn du eine Pause brauchst, sagst du mir bitte Bescheid, okay? Verbrennungsschmerzen sind furchtbar. Päuschen? Jeder kennt es, man hat einen Sonnenbrand auf den Schultern und da reibt das T-Shirt und das ist schon unangenehm ohne Ende. Man kann sich das nur annähernd vorstellen, wie schmerzhaft eine Verbrennung ist, besonders im Bereich der Finger. Das muss schon echt fies sein. Ja. Nicht meine Lieblingsarbeit, glaub mir es. Ich leide da immer mit euch. Gibst du das hin oder soll man noch ein Schmerzmittel einsetzen? Das Größte ist schon weg. Nee, dann weiter. Ja? Aber wie gesagt, du kannst auch gerne ein Schmerzmittel haben, ist gar kein Problem. Du musst es mir sagen. Ich glaube, den größten Teil haben wir auch. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so viel Schmerz empfinden kann. Also ich hatte halt schon Hand gebrochen, Knie-OPs, ich habe mir auch schon Zähne ausgeschlagen. Aber das war wirklich noch mal ein anderes Level. Also du siehst jetzt, wir haben hier die Blasen jetzt abgetragen und du siehst, dass das so ein Mischbild ist. Mhm. Und du siehst einmal so rote Stellen und du siehst weiße Stellen. Die weißen Stellen sind von Hinweis, dass das tiefergehendere Verbrennungen sind. Mhm. Das Gemeine bei Verbrennungen ist immer, die brauchen so ein paar Tage, bis die sich wirklich zeigen, wie tief das Ganze geht. Deshalb empfehlen wir jetzt, dass du auf jeden Fall stationär hier bleibst. Mhm.
Es kann einfach sein, gerade dort, wo diese weißen Stellen sind, dass die sich nicht erholen werden und dass wir die dann operativ versorgen müssen können. Das heißt, dass wir da dann im Verlauf eine Hauttransplantation machen müssen. Gut, das heißt, wir machen Polyhexanidverbände. Mhm. Hast du noch Fragen? Oh, wieder, aber jetzt gerade. Jetzt gar nicht? Okay. Nach dem Blasenabtragen bekommt der Patient einen Wundverband angelegt. Da kriegt er eine spezielle Brandsalbe aufgetragen. Es werden spezielle Fettgase aufgelegt, damit das Ganze nicht verklebt, dass es schön rückfettet. Du kriegst jetzt so eine richtige Riesenhand. So. Alexanders Handverletzung oder Verbrennungsverletzung ist im Grunde gut behandelbar. Und ich glaube, wenn das jemand hinkriegt, dann ist es hier. Also es ist, wenn er jetzt zu einem Hausarzt gegangen wäre oder so, ne, die hätten natürlich auch ihr Bestes gegeben, aber die sind halt einfach keine Spezialisten. Sowas sollte tatsächlich in die Hände von Spezialisten. Jetzt ist die alte Haut ab und die Salbe, die hilft mir auch ein bisschen. Und ich hoffe, dann kann ich gleich gut schlafen und gucken wir morgen weiter. Ich hätte mir da auf gar keinen Fall ausmalen können, was da noch alles auf mich zukommt. Schmerzmäßig und auch durch die ganzen Verbandswechsel. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also die erste Nacht, die war für mich sehr turbulent, weil ich halt noch große Schmerzen hatte. Eine große Ungewissheit, was denn jetzt ist. Weil die Hand, die sah schon sehr, sehr schlimm aus. Und vor allem die Schlaflosigkeit, wahrscheinlich durch den Schock. Also ich konnte keine Sekunde pennen. Die hatte dann auch noch mal ein bisschen, denke ich mal, verschlimmert her von dem, ja, von dem Druck her. Wie geht's jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Was kann ich selber machen? Nur nach 10 Stunden überlegen ist mir aufgefallen, da kann man nicht viel selber machen. Herr Audrit, wir werden jetzt einmal mit der Behandlung starten. Wir packen jetzt gerade noch mal eben das Mittagessen weg. Das Nexobrid hat ein Ananasenzym drin und ist dafür da, dass die toten Zellen einmal abgetragen werden und dass die Wunde sozusagen dadurch einmal gesäubert wird und hat den großen Vorteil, dass wir danach auch abschätzen können, inwiefern das operationspflichtig ist oder nicht. Und danach entscheiden wir auch, ob wir eine OP jetzt zeitnah planen oder ob wir erst noch mal abwarten. So, dann wollen wir die einmal kurz wegnehmen. Bei der Untersuchung mit dem Ananasextrakt habe ich meine Hand dann noch mal nach 1,5 Tagen gesehen. Und da sah die halt natürlich sehr, sehr wild aus. Also überall Blut und halt auch kein Gefühl in der Hand. Aber du weißt, eigentlich würdest du vor Schmerzen wahrscheinlich gar nicht reden können. Tut's weh? Nee. Jetzt siehst du es erstmal richtig. Ja. Gott. Wenn die schwindelig ist, sagst du bitte Bescheid. Nee. Ne? Damit die Patienten eben keine Schmerzen haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, was wir machen können. Wir können dem Patienten eine Narkose machen. Oder aber, das wurde jetzt auch bei dem jungen Mann gemacht, können wir dem Patienten einen sogenannten Plexus-Anästhesie machen, wo die Narkoseärzte örtliches Betäubungsmittel in die Axilla stechen und dann der Arm sozusagen einschläft und schmerzfrei ist. Gut, dann packen wir das Ganze jetzt in die Tüte ein. Das macht nichts, wir legen gleich ein neues drunter. Genau. Und dann bleibt der Arm 4 Stunden liegen. Also muss man nicht mehr viel machen. Sprichst du was? Nee, ich sprühe gar nichts. Es ist trotzdem unangenehm des Todes. Du denkst ja auch vorausschauend. Irgendwann spürst du ja noch mal was. So wie die Wunden aussehen. Ey. Der wichtige Schritt ist eigentlich, wenn wir es wegnehmen, dass wir die Verbrennung an sich noch mal beurteilen. Also sprich,
Man schaut sich das Durchblutungsmuster an und abhängig davon kann man ungefähr einschätzen, ob eine Wunde gar nicht von alleine heilen wird. Dann würden wir das zeitnah für eine Operation planen. Ja, ich glaube, den meisten Patienten ist gar nicht so bewusst, dass das genau die Entscheidung ist, wie es denn weitergeht. Wenn ihm das bewusst war, ja, wird er wahrscheinlich sehr angespannt gewesen sein in den 4 Stunden. Gut, jetzt ist der große Zeitpunkt, wo es darum geht, wie es weitergeht. Ne? Ich bin schon die ganze Zeit am Wachen. In dem Moment sollte sich entscheiden, ob Haut transplantiert wird schon mal oder nicht. Und das war halt ein ganz wichtiger Moment und da durfte ich halt auch dabei sein. So, jetzt wird der Verband aufgeschnitten. Und da sehen Sie es schon. Hier ist überall Flüssigkeit drin. Unten sammelt sie sich der Schwerkraft folgend am meisten. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Schweinekeule. Scheiße. Ich hoffe, ich tue Ihnen jetzt nicht weh. Ja, ich auch. Sie schimpfen mit mir, ne? Ich hab so Schiss. Ja, in dem Moment habe ich sehr, sehr mitgelitten, weil es auch einfach echt schlimm aussah. Man kann sich das eigentlich so gar nicht vorstellen und ja, hat mir sehr leid getan in dem Moment. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir sozusagen beurteilen müssen, was wir operieren. Wenn wir das gemacht haben und erst mal morgen ist oder so, kann man das nicht mehr beurteilen. So, wir sehen feinblasige Blutung. Das bedeutet für uns, das halt von alleine in dem Bereich. Ne? Jetzt hier am Finger auch feinblasige Blutung, da auch. Alles okay? Alles gut. Immer weiter. Ich denke, Sie haben hier Schmerzen, wenn Sie so. Das ist eine gute Antwort. Gut, auch hier, es blutet schön. Auch wenn es da ein bisschen weißlich erscheint. Das ist gut. Auch hier schöne, feine Blutungen. Keine Schmerzen? Nein, keine Schmerzen. Da ist es inkomplett. Auch hier blutet es schön. Okay. Auch hier blutet es. Also, das Einzige, was ich Ihnen nicht genau sagen kann, ist hier Zeigefinger, Rückseite. Da müssen wir da noch ein bisschen schauen. Alles andere wird heilen. Die Beurteilung der Wunde erfolgt einfach über das Blutungsmuster der Wunde. Bei großen Blutungen wäre die Operationsindikation zu stellen. Bei kleinen Blutungen, so wie bei unserem Patienten, war dies Gott sei Dank nicht der Fall gewesen. Also, alles in Ordnung. Die einzige Stelle haben wir besprochen, ist am Zeigefinger hier. Da müssen wir gucken, in welche Richtung das geht. Und jetzt kommt der Verband, der einfach nur noch die Wunde ein bisschen feucht hält. Also vorerst keine OP bei Ihnen. Ja, eine mega Erleichterung einfach. Ich habe heute Morgen noch, sag ich mal, mit gutem Gewissen noch gesagt bekommen, das geht nicht um eine OP herum. Und jetzt stehen wir an dem Punkt, wo nur noch geguckt werden muss, ob ein kleiner Teil operiert werden muss. Das ist natürlich ein Riesenerfolg. Wenn ich jetzt noch morgen oder am Montag gesagt bekomme, dass der Teil auch in Ordnung ist und auch selber nachhalt, dann bin ich hier mit einem blauen Auge rausgegangen, würde ich mal behaupten. Also. Gerade noch ein kleines Gespräch mit dem Arzt gehabt. Er sagte auch, am Dienstag ist der Tag der Entscheidung wegen der OP. Und jetzt muss ich weiter noch meine Übungen machen. Zwar unangenehm, aber nötig, um wieder auf die Beine zu kommen. Genau, und du darfst fest, fest, fest. Locker lassen. Oh, shit. Sehr gut. Das war's schon. Oh. Ich habe jetzt heute auch erfahren, dass ich wahrscheinlich nicht an der Hand operiert werden muss. Das ist die beste Nachricht, die ich kriegen konnte. Also in meiner Hand, der geht's immer besser. Also ich würde schon fast behaupten, gut. Sind an den Fingern natürlich auch noch Stellen, die müssen noch besser zuwachsen. Also das tut auch noch relativ weh, wenn ich einen Handschuh oder so anziehen will. Ja, ich bin davon überzeugt, in 10 Jahren sieht man nicht mehr, dass mir das passiert ist.